Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Blue Horse ist wieder neu auf dem Markt. Es gab ihn ja schon mal, jetzt in der Neuauflage auch TPD2 konform. Und ich habe mir direkt mal zwei Sorten rausgesucht und die schauen wir uns heute an. So, wir kommen mal zum Kopfbau vom Rio Kiss und vom Alhambra, passend zu ATH Firma Tabak, ATH Köpfe und wir rauchen schon in den Chanerva. Dann machen wir das Paket jetzt absolut komplett und nehmen alles von ATH. Einmal den Arina und einmal den Traverten, beziehungsweise den Traverten, weil es gibt ja noch den anderen, die andere Form und dann ist es der Alamut. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem Arina an, packen den erstmal beiseite, so sieht das Köpfchen aus. Das ist ein Funnel, auf den auch sehr, sehr gut eine Smokebox oben drauf geht. Und ich würde sagen, in den bauen wir den Alhambra. So, wie immer Leute, bei ATH oder jedem Tabak, der aus der Firma ATH kommt, so eben auch der Blue Horse, sieht man ja auch schon an den Dosen und der Anschrift und Co., ist da mittlerweile ein kleines Aromafläschchen dabei. Das habe ich jetzt natürlich schon gemacht, das ist schon gut eingezogen. Ich habe nach dem Einziehen direkt einen Kopf geraucht und muss sagen, dann war er gnadenlos zu kalt. Also gerade hier bei Aquamenta, bei Adalia und auch bei Blue Horse würde ich sagen, wartet da auf jeden Fall ein bisschen, bis ihr den Tabak raucht. Lasst den ein bisschen stehen, rührt den ab und zu nochmal um und wartet einfach mal einen Tag. Ansonsten kann die Minze schon wirklich sehr beißend und stechend sein. Das vergeht aber mit der Zeit. So, umgerührt das Ganze. Wir wiegen erstmal unseren Arina. Der Arina wiegt leer 318 Gramm. Das merken wir uns. Und dann schnappen wir uns das Köpfchen. Wir schnappen uns unsere Tabakdose. Umgerührt haben wir ja schon. Und dann schnappen wir uns immer hier so ein bisschen Tabak vorne auf die Gabelspitze und streichen das dann hier in den Kopf. Da der Kopf relativ schmal ist, mache ich das wirklich so, dass ich nicht die Gabel so krass voll mache, sondern nur so die Hälfte von der Gabel vorne und das dann hier so in den Kopf streiche. Was man zu dem Kopf auf jeden Fall sagen muss, wenn man ihn mit Alu rauchen will, kann man auch auf Abstand rauchen mit einer Smokebox. Kann man ihn zwar auch auf Abstand rauchen, würde ich aber nicht empfehlen, weil die Smokebox dann schon etwas rutschig ist. Von der Steinart her kann man auf jeden Fall zu beiden Köpfen sagen, dass es sehr, sehr nicer Schamottstein ist, der auf jeden Fall gut die Hitze speichert. Ich muss aber sagen, den Arina benutze ich zwar auch ganz gerne mal für nicht so unglaublich lange Sessions, aber mein Favorit von den ATH-Köpfen ist auf jeden Fall der Traverten, den wir dann gleich noch als nächstes bauen. Weil er ist so richtig schön Tabak sparen. Das ist ein richtig guter Mummy Bowl Ersatz, der auch noch 10 Euro weniger kostet als die Mummy Bowl. Deswegen finde ich den deutlich nicer. Aber den Arina habe ich auch ganz gerne geraucht. Also für die Depotform, die ich eigentlich gar nicht so krass feiere, hat er mich tatsächlich überrascht. So, die Tabakmenge, die drin ist, die passt so. Wir verrutschen das Ganze noch ein bisschen. Gucken, dass es schön gleichmäßig liegt. Gucken, dass nichts im Funnelloch hängt. Und ich baue das Ganze jetzt auf ein angenehmes Noppenkontakt-Setup, sodass wir gute Ergebnisse haben. Aber auch die Smokebox durch den Noppenkontakt mit dem Tabak besser auf dem Kopf hält. Das ist mir tatsächlich bei der Bauweise relativ wichtig. Und wir sehen schon, obwohl das Depot relativ schmal und klein ist, geht es ganz gut mit dem Kopfbau. Mit dem Traverten finde ich das noch ein bisschen angenehmer, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also ich finde, der Schnitt ist in Ordnung. Hier und da hat man mal ein ganz kleines Ästchen. Das hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen, aber sind jetzt auch nicht schrecklich viele Ästchen. Also das macht eigentlich nichts. Ja, und so sieht der Kopfbau dann aus. Da kommt dann noch ein Kalaut Lotus oben drauf und dann passt das Ganze. Wir wiegen es noch. 315 hatten wir, glaube ich, aber ich blende euch das gleich einfach hier unten ein. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei 333 Gramm. Ich würde sagen, wir machen aber auch direkt weiter mit dem Traverten, packen den mal auf die Waage. Der Traverten wiegt 373 Gramm und wir schnappen uns den Rio Kiss Tabak. So, 373 merken wir uns. So, und auch die Dose müssen wir natürlich vorher schön umrühren. Und auch an die Dose musste natürlich der Blue Horse Mix ran. So, dann machen wir es wie vorher. Wir nehmen uns locker fluffig ein bisschen Tabak auf die Gabelspitze und streichen die in den Kopf rein. Erstmal nur grob in den Kopf reinlegen und verteilt wird dann gleich. Was man zu dem Traverten auf jeden Fall zwischendrin kurz sagen muss, ist, dadurch, dass es ein tabaksparender Kopf ist, ist das Depot relativ klein.
Heißt natürlich auch, dass das Depot etwas fummeliger zu bauen ist als bei, ja, sag ich mir mal, einer Harmony Bowl oder einem Oblaco M, wo man einfach mehr Platz hat und auch einfach mehr Spielraum hat. Aber für so einen tabaksparenden Kopf finde ich ihn tatsächlich noch relativ angenehm zu bauen. Also sehr, sehr ähnlich zu der Mummy Bowl. Wir sehen außen die Lippe und so, und auch von der Depotgröße her ist das alles relativ ähnlich zur Mummy Bowl. Aber eben mit dem sehr, sehr schönen Schamottstein, der bei der Mummy Bowl fehlt. Und bei der Mummy Bowl muss man gucken, ob man sie immer bekommt. Und wenn man sie bekommt, muss man gucken, was sie kostet. Oh, das war sogar ein bisschen zu viel Tabak. Dann nehmen wir einfach ein kleines bisschen raus und verteilen hier nochmal neu. Es könnte jetzt fast zu viel Tabak gewesen sein, den ich rausgenommen habe. Schauen wir mal. Nee, sollte passen. Ja. So, ne, ihr seht, da muss man dann schon mal nochmal so eine kleine Extra-Runde gehen. Aber dafür verbraucht man halt echt nicht viel Tabak mit dem Traverten. Und hat trotzdem gut eine Stunde, Stunde 15, würde ich sagen, Rauchvergnügen mit dem Kopf. So, was ich gerne mache, ist hier nochmal über den Rand gehen und den ganzen Tabak von dieser HMD-Lippe wegmachen. Weil wenn da ein heißer HMD drauf liegt, dann würden die Tabakblätter natürlich einfach verbrennen, die da so einzeln liegen. Deswegen drehe ich hier meistens so eine Runde und gehe da nochmal über den Rand. Und genau dasselbe mache ich dann auch immer nochmal mit dem Finger. Setze hier an und gehe hier einmal rum, um die Molasse wegzustreichen. Aber so sind wir durch mit dem Kopfbau ATH Traverten und ATH Arena. Beide in diesen schönen blauen Colorways, passend zu meiner Chaneva. Ich würde sagen, ich hau die Kohle an, ich mache die Pfeife ready und dann sehen wir uns im Review. Ja, Kopfbau habt ihr gesehen. Noch kurz zum Setup. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich rauche in der ATH Chaneva mit der blauen Bowl. Türkisches Wort für blau. Ich kenne die ganzen Farben nicht auswendig, aber ich habe sie auf jeden Fall in diesem schönen hellblau-türkis-ish. Passt natürlich sehr, sehr gut zu der Farbe von den Köpfen, die ich hier da habe. Der Blue Horse kostet wie bei Adalia und so mittlerweile normal 16,90 Euro. Plus man muss noch den Shot dazu kaufen. Für zwischen 1,50 und 2 Euro findet man die online. Das heißt, man zahlt dann ungefähr 18,50 Euro, 19 Euro. Der Shot sind 20 Milliliter. Das heißt, ihr habt dann im Endeffekt auch ungefähr 225 Gramm Tabak raus. Ne? 200 Gramm ist der Tabak. Der setzt sich natürlich zusammen aus dem Rohtabak und der Molasse, die schon da drin ist. Plus dann nochmal die 20 Milliliter Molasse, die dann ungefähr so 25 Gramm wiegt, weil Molasse ist schwerer als Wasser. Deswegen kommt man da ungefähr auf 25 Gramm. Heißt, ihr habt ungefähr 225 Gramm rauchfertigen Tabak für ca. 18,50 Euro oder 19 Euro. Ist natürlich ein bisschen teurer geworden für Adalia. Ja, Adalia war ja so der letzte, der noch so auf 15 Euro war. Ich denke, die Umstellung war auch nicht ganz billig. Trotzdem gefällt mir das natürlich nicht, dass er teurer geworden ist. Auf der anderen Seite ist er aber auch nicht teurer als andere Tabaksorten im Moment. Von daher, Tabakpreis ist in Ordnung, aber nicht geil. Ich hätte es natürlich gefeiert, wenn er günstiger geblieben wäre. Aber ja, so ist es halt einfach. Ne? Entweder ihr kauft es oder ihr kauft es nicht. Die Entscheidung liegt am Ende bei euch. Ich bin heute dafür da, um euch zu sagen, ob die zwei Sorten, die ich mir herausgesucht habe, überhaupt taugen, ob die lecker schmecken und ob ich mir davon noch mehr holen werde. Als erstes haben wir da den Alhambra. Ein Mix aus Granatapfel, rote Beeren, Birne und Apfel. Plus, steht zwar nicht drauf, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall noch eine leichte frische Note, die da mit dabei ist. Wie immer würde ich aber sagen, schnappen wir uns als erstes mal die Dose, machen die mal auf und riechen mal da dran, ob wir auch rausriechen, was da alles drin sein soll. Vier Bestandteile sollen es sein. Mal gucken, ob man alles rausriecht. Also es hat erst so einen ganz, ganz leichten Unterton von Parfüm, aber nicht schlimm. Also ne, man kennt das ja, es gibt bei Tabak auch manchmal so einen parfümigen, spülmittelmäßigen Unterton im Geruch, der dann einfach nicht nice ist. Ich würde den so ganz am Anfang von perfekt, da ist die Aufnahme einfach mal ausgegangen, nachdem ich den Kopf schon ausgemacht habe. Also, was ich eben noch zu dem Geruch sagen wollte, es ist so leicht parfümig, aber nicht störend. Im Geruch hatte man auf jeden Fall den Granatapfel und die roten Beeren im Vordergrund, gefolgt von Birne und auch dem Apfel, aber eher sehr, sehr krass im Hintergrund. Beim Geschmack war das ähnlich, mit dem Unterschied, dass die roten Beeren mehr im Vordergrund waren, der Granatapfel ein kleines bisschen hinter den Beeren und von Apfel und Birne hatte man auch fast nichts. Aber trotzdem ein sehr, sehr leckerer Mix. Jetzt haben wir umgeschwenkt auf den ATH Traverten, in dem gerade der Rio Kiss drin ist. Ein Pfirsich- und Maracuja-Tabak. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil Maracuja war schon oft ein Favorite bei mir aus dem Hause Adalia, Aquamenta, Pipapo. So, das Köpfchen stand jetzt kurz, während ich meine Kameraprobleme gefixt habe. Ich würde sagen, wir ziehen mal dran und gucken, ob das Ganze läuft. Und
ich würde sagen, das läuft. Definitiv. So, Pfirsich-Maracuja soll Rio-Kiss sein. Wie auch bei dem Alhambra riechen wir als erstes mal dran und gucken, ob wir auch die Sachen rausriechen, die drinne sein sollen. Diesmal aber nur zwei an der Zahl. Pfirsich und Maracuja. Und das ist relativ eindeutig. Erstmal eine krass schön saure Maracuja-Note, gefolgt von einer angenehmen Pfirsich-Note, die aber definitiv im Hintergrund ist. Also auch wenn da steht Pfirsich und Maracuja, für mich ist das eher ein Maracuja-Tabak, ein krasser Maracuja-Tabak, schön saure, frische Maracuja und im Hintergrund so eine leichte Süße mit so einem Pfirsich. Finde ich aber tatsächlich geiler so die Aufteilung. Also Pfirsich-Tabak finde ich häufiger schwierig. Maracuja-Tabak ist zwar auch schwierig, gibt es aber eher bessere von, finde ich. Deswegen nice, dass die Maracuja jetzt eher im Vordergrund ist. So spielt das mir auf jeden Fall mehr in die Karten. Wer jetzt einen Pfirsich-Tabak erwartet hat, für mich vom Geruch her erstmal auf jeden Fall eher ein Maracuja-Tabak. Aber wir gucken uns erstmal die Rauchentwicklung an. Wobei, das habt ihr ja eben schon wieder gesehen, die ist da. Ja, also, ne? Habt ihr gesehen? Rauch kann er. Hat er. So, wie ist das Ganze vom Geschmack? Ich nehme nochmal einen Zug und konzentriere mich mal nicht nur auf die Rauchentwicklung, sondern auch auf den Geschmack. Okay, im Geschmack tatsächlich schon wieder ausgeglichener, als es im Geruch eben noch war. Im Geruch habe ich ja gesagt, definitiv Maracuja vorne. Im Geschmack ist die Maracuja wieder ein bisschen runtergefahren. Pfirsich kommt wieder ein bisschen mehr hervor, aber es ist trotzdem noch ein schöner Mix aus beidem. Ich würde sagen, Maracuja trotzdem noch einen kleinen Ticken vorne, aber eben nicht mehr so viel wie im Geruch eben. Pfirsich-Maracuja, für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Mischung. Was man noch dazu sagen muss, der hat auf jeden Fall gut Frische mit dabei. Nicht super krass so, ist jetzt nicht so eine Frische wie bei Somo Strong, wo es wirklich so eine beißende, krasse Frische-Note ist, die dabei ist. Sehr subtil ist auch nicht richtig. Sehr angenehm im Hintergrund, aber definitiv ein frischer Tabak. Und mit der Chaneva kann man super spielen und Ringe machen. Ja, Leute, abschließendes Fazit zu dem Blue Horse Tabak. Alhambra, eine sehr ausgefallene Sorte mit vier verschiedenen Bestandteilen, die ganz leicht parfümig ist, aber im Geschmack trotzdem sehr nice war. Und auf der anderen Seite der Rio Kiss, ein klassischer Mix aus Pfirsich und Maracuja, könnte man fast sagen. Maracuja ganz leicht im Vordergrund, aber Pfirsich auch sehr, sehr nice am Start. Beide auf jeden Fall sehr nice, besser als ich erwartet hätte fast im Geschmack, ne? Also vom Geruch zum Geschmack war auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Entwicklung da bei beiden Tabaksorten. Ich fand sie auf jeden Fall beide lecker. Wenn ihr dieses Review lecker fandet, Leute, dann sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.